Hello again und welcome back zu einem neuen Video von mir. Und zwar drehe ich heute mein zweites Lookbook. Falls ihr das erste noch nicht gesehen habt, werde ich euch das hier oben mal irgendwo verlinken. Ich dachte, ich drehe euch mal so ein paar Weihnachts- und Silvester-Inspirationen für Outfits. Und es ist einiges dabei. Ich habe Kleider, ich glaube ein paar Röcke sind dabei und genau, ansonsten Blazer, as always. Aber ich habe das jetzt hier alles mal aufgehangen und ich habe mich so ein bisschen am letzten Lookbook orientiert. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und würde sagen, ich quatsch gar nicht lange drum herum und fange direkt an. Die Schuhe sind von Zara. Die sind aber tatsächlich aus der letzten Kollektion. Also ich glaube, die habe ich mir letztes oder sogar vorletztes Jahr geholt. Aber ich werde euch auf jeden Fall in der Infobox mal eine Alternative verlinken. Der Rock war tatsächlich auch mal von Zara. Das ist so ein Fransenrock, finde ich eigentlich ganz süß. Das ist ein Body, der ist auch von Zara, der ist auf jeden Fall auch aktuell, also den kann ich euch auf jeden Fall verlinken. Und der Blazer ist quasi Vintage, der ist von meinem Opa früher. Das heißt, explizit diesen kann ich euch leider nicht verlinken, aber ich werde euch auf jeden Fall eine Alternative raussuchen. Und die Tasche ist von Naked, die ist jetzt ein paar Monate alt, vielleicht finde ich die noch. Ansonsten suche ich euch da auch eine Alternative raus. Zu diesem Look kann ich sagen, dass die Hose sehr aktuell ist, quasi brandaktuell. Die kann ich euch auf jeden Fall verlinken, wobei die im Sale war. Ich weiß nicht, ob ihr die noch ergattern könnt, aber könnt ihr auf jeden Fall mal bei Zara schauen. Die ist in so einem ganz hellen Beige, ist auch, muss ich sagen, leicht durchsichtig. Also da würde ich auf jeden Fall ja irgendeine hautfarbene Seamless-Unterwäsche drunter tragen. Und das Oberteil habe ich tatsächlich irgendwie wiedergefunden. Ich hatte das irgendwann mal aussortiert. Ist es mir aber letztens wieder in die Hände gefallen und ich finde es eigentlich ganz süß, gerade zu so einem feierlichen Anlass und auch gerade zu diesem hellen Beige-White-Look. Und dann habe ich aber auch wieder hier diese schwarze Tasche von Naked jetzt dazu kombiniert, um einfach ein bisschen Kontrast zu schaffen und es nicht alles ganz so hell zu lassen, sondern auch dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, Kontrast zu geben. Schuhe habe ich jetzt tatsächlich Hauspushen an. Da könnt ihr einfach schauen, wenn ihr so einen hellen Look machen wollt, was für Schuhe ihr dazu am besten habt. Ich würde dazu jetzt wahrscheinlich sogar vielleicht auch Pumps anziehen, also hohe Schuhe, weil die Hose ist lustigerweise bei mir auch mal recht lang. Also ja, geht auf jeden Fall gut auf den Boden, was ich ja total gerne mag. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Look. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mal nur das Oberteil geswitcht. Ich habe mir jetzt mal so eine schwarze Leinenbluse, so ein schwarzes Leinenhemd mal drüber gezogen. Und ich muss sagen, das finde ich auch einen mega schönen Look. Die Bluse hat so Dreiviertelärmel. Eigentlich nicht so mein Fall, aber finde ich eigentlich ganz süß bei der Bluse. Und ja, ansonsten habe ich jetzt immer noch die beige Hose an. Würde ich tatsächlich, wie auch gerade schon erwähnt, mit hohen Schuhen anziehen. Aber jetzt gerade bleibe ich bei Pushen. Und auch dazu erstmal wieder die Bag. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich finde, es muss auch Weihnachten nicht immer so all black sein. Ich finde, man kann da auch mal so ein bisschen helle Farbe mit reinbringen. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal sagen, welcher Look euch am Ende am besten gefällt. Ich mache jetzt gerade einfach mal so eine Mischung, was ich so fühle, was ich so cool finde, was ich tragen würde. Und ja, finde ich auf jeden Fall total cool, was ihr dazu sagt. Ich stecke ja dann immer ganz gerne bei einer Bluse eine Seite rein. Ich finde, es sieht ganz lässig aus. Und ja, ich würde sagen, wir switchen zum nächsten Look. Und jetzt mal zu einem sehr, sehr schicken Look, wie ich finde. Also ich habe jetzt wieder meinen Vintage Blazer von meinem Opa an. Das Kleid ist von Zara. Das ist so quasi ohne Ärmel, also das hört komplett an den Schultern auf. Ich trage hier dann immer gerne noch so ein Jackett drüber, einfach über die Schultern. Und die Schuhe sind, wie man wahrscheinlich ganz gut sehen kann, zum Schnüren. Die sind von ASOS. Die müsste es eigentlich, denke ich mal, auch noch geben. Das zu diesem festlichen Look, finde ich, kann man sowohl zu Weihnachten als auch zu Silvester tragen. Ich glaube sowieso, dass man die meisten Looks irgendwie kombinieren kann. Vielleicht tauscht man immer mal noch ein bisschen was aus. Auch hier würde ich jetzt tatsächlich wieder zu einer schlichten schwarzen Tasche greifen. Ich finde die halt ganz, ganz edel, weil man die einfach schön tragen kann. Über den Arm oder auch, wenn man den Blazer komplett getragen hat, über die Schulter. Also das wäre dann quasi der Look. Genau, also finde ich ganz cool. Ich finde, das Kleid hat auch einen mega nicen Schnitt. Dadurch, dass es hier so gerafft ist, finde ich, schmeichelt es auf jeden Fall der Figur.
Und ja, das war's zu diesem Look. Bei diesem Look habe ich mich jetzt mal für All Black entschieden. Ich habe eine Strumpfhose an, die bekommt ihr ja überall. Ich muss sagen, ich liebe die Strumpfhosen von Calzedonia. Also falls ihr irgendwo in der Nähe in Calzedonia habt oder den mal erreicht durch irgendeinen Trip, schaut auf jeden Fall meine Strumpfhosen. Also ich muss sagen, die sind natürlich irgendwie im Vergleich zu anderen auf jeden Fall ein bisschen teurer, aber sie halten auch so, so, so viel länger und so viel besser und fühlen sich so gut an. Also das muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und ansonsten habe ich hier gerade meine Overknees zu kombinieren. Die sind von Zara. Ich hoffe, ihr könnt die ganz gut sehen. Und dann habe ich hier, ich weiß gar nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt, weil es gerade so schwarz auf schwarz ist. Das ist quasi, also das ist so ein Hosenrock. Hier sieht man drunter, dass es so eine Shorts ist. Und mit diesem sieht es dann halt aus wie ein Rock. Genau, und hinten sieht es vielleicht auch ganz gut zu wissen, auch aus wie eine Shorts. Finde ich ganz cool. Darüber habe ich wieder dieses schwarze Leinenhemd. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe, woher ich das habe. Das ist auch von Zara. Ansonsten habe ich hier noch eine Klatsch zu kombiniert. Die ist auch schon mega alt. Ich glaube, die hatte ich tatsächlich auch mal von Zara. Ansonsten könnte man natürlich auch noch, habe ich mir gerade überlegt, vielleicht auch mal eine größere Tasche. Wer weiß, was ihr irgendwie Weihnachten vorhabt, bei der Familie seid, vielleicht noch ein paar Geschenke rein. Also ist auf jeden Fall auch ein Look mit so einer großen Tasche. Aber ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Vergleichsweise habe ich jetzt zu dem Rock, also zu diesem Hosenrock und der Strumpfhose nochmal so einen One-Shoulder-Top angezogen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Das habe ich von Naked. Werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Und genau, so könnt ihr dann ein Outfit auch nochmal so ein bisschen aufpäppeln. Genauso wie ihr dann natürlich auch nochmal einen Blazer, ein Jackett drüber ziehen könnt. Ich finde es halt total cool mit diesem Ausschnitt, dadurch, dass es halt dieses One-Shoulder-Top ist. Ja, finde ich, ist nochmal so ein gewisser Pep. Ja, aber jetzt switchen wir wirklich zum nächsten Look. Und zu diesem Look würde ich sagen, dass er auch wieder einer der schickeren ist. Ich habe jetzt hier ein, ja, so ein beiges Kleid an. Ich glaube, ihr habt hinten auch schon vorhin den Rückenausschnitt gesehen. Dann finde ich die Details vom Kleid ganz süß, zum Beispiel diese Schlitze hier an der Seite. Und ich habe jetzt hierzu auch wieder die hohen Schuhe zum Schnüren kombiniert. Finde ich ganz cool, auch gerade dann wieder mit dem dunklen Blazer, sodass man wieder so ein bisschen Kontrast drin hat. Und bei diesem Outfit habe ich mich jetzt mal nicht für die schwarze Tasche entschieden, sondern für die kleine Louis Vuitton. Das ist diese Art Klatsch und passt alles rein, was man braucht. Ihr Handy, Bargeld, was auch immer ihr so braucht. Aber das Kleid werde ich euch auf jeden Fall eine Alternative raussuchen. Da habe ich leider nicht den Originallink, einfach weil ich es im Urlaub gekauft habe. Und genau, zu den Schuhen werdet ihr auf jeden Fall alles in der Infobox finden. Und ja. So, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon beim letzten Look angekommen. Ich habe immer noch die gleichen Schuhe an. Das sind immer noch die von ASOS zum Schnüren. Und jetzt habe ich mich für ein Wickelkleid entschieden. Das ist ja ein paar Wochen alt, aber das müsste es eigentlich noch geben. Ich schaue mal, ob ich es noch finde und verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox unter dem passenden Look. Und bei der Tasche bin ich jetzt auch nochmal bei der schwarzen geblieben. Ich finde, die passt einfach irgendwie zu allem und ist irgendwie total edel. Um auch noch kurz mal auf den Schmuck einzugehen. So schimmernde Ohrringe drin, die sind auch von H&M. Ich schaue mal, ob ich die noch finde und die euch verlinken kann. Wie ihr wahrscheinlich dem Video auch entnehmen konntet, bin ich tatsächlich ein Fan vom Layern, von verschiedenen Dinge, Basics kombinieren. Ich finde, da kann man irgendwie immer coole Looks erzeugen. Und auch mit Schuhwechsel und gerade auch Boots. Ich finde, sowohl in der Weihnachtszeit als auch in der Sommerzeit kann man Boots verwenden. Auch zu einem Rock, zu einem Kleid, whatever. Also finde ich auf jeden Fall mega cool. Auch die Overknees finde ich ein Must-Have für den Winter, gerade für Festtage oder auch für Feierlichkeiten, generell Geburtstage oder sonst was. Und ja, ich kombiniere halt gerne immer diese Basics untereinander miteinander. Also ich könnte euch jetzt wahrscheinlich noch 30 andere Looks zeigen und immer halt anders kombiniert. Aber ich denke, vielleicht ist das ja schon eine ganz gute Inspo für euch. Und ich werde auf jeden Fall die Teile raussuchen und euch in der Infobox verlinken. Und ja. So, wie ihr wisst von mir, zeige ich euch am Ende von so einem Video, was ja schon sehr perfekt dargestellt ist und vom Ausschnitt schön ist und so, auch immer nochmal so behind the scenes. Und ich finde das ganz cool, weil, ja, ich würde es euch einfach gerne zeigen. Und zwar ist hier jetzt echt gerade ein bisschen Kontrast drin im Raum. Also hier ist ja der Ausschnitt, den ihr gerade auch so gesehen habt. Ich muss sagen, mir gefällt es auch voll gut, gerade mit den Kerzen in schwarz und dann zu dem Bild. Mega cool. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. The other side. Ja, das ist jetzt the mess, der entstanden ist.
Und ich werde jetzt hier gerade erstmal natürlich wieder ein bisschen aufräumen und auch wieder in den anderen Vlogmas-Vlog switchen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. So, nochmal ein kurzer Reminder an alle, die neu auf meinem Kanal sind. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und sorry, meine Nachbarn oben machen mal wieder ein bisschen Radau. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut und zu nervig. Mein erstes Lookbook findet ihr auf jeden Fall auch in der Infobox verlinkt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Lasst gerne Feedback da, Anregungen da oder gerne auch, welches euer Lieblingsoutfit ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten, wie gesagt, noch ein ganz kurzer Reminder an euch. Falls ihr die Vlogmas-Reihe von Miri und mir noch nicht verfolgt, solltet ihr das erstens unbedingt tun. Und zweitens ist in jedem unserer Videos, also es kommt halt immer seit dem 1. Dezember abwechselnd auf jedem Kanal, sowohl bei Miri als auch bei mir, ein Vlogmas-Vlog online oder ein Video, je nachdem, wonach einem ist. Und in jedem Video ist halt ein Buchstabe versteckt, sodass ihr halt am Ende ein Lösungswort quasi habt. Und ja, den solltet ihr auf jeden Fall euch fleißig notieren, um dann natürlich auch am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video von mir. Macht's gut!